Im 20. Jahrhundert verschwanden aus der Natur hunderte verschiedener Arten von Tieren. Hier ist eine Geschichte davon. Einst gab es die Nebraska-Wölfe in großer Zahl. Doch sie waren Jagdkonkurrenten für die Menschen und wurden ihrerseits gejagt, bis sie ausgerottet waren. Sie lebten in den Prärien Kanadas und der USA, von Manitoba und Saskatchewan bis nach Texas. Der Nebraska-Wolf war mittelgroß, etwas mehr als 1,5 Meter lang. Sein Fell war hell, manchmal sogar weiß. Die Sioux-Indianer beschrieben ihn als das Tier, das aussieht wie ein Hund, aber in dem ein mächtiger Geist wohnt. Es ist anzunehmen, dass gewöhnliche Haushunde sich mit Wölfen gepaart haben. So ist der Wolf indirekt der Kamerad des Jägers geworden. Wölfe können Gerüche 2 Kilometer weit wittern. Bei der Verfolgung ihrer Beute können sie bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen. Der Nebraska-Wolf machte Jagd auf Beutetiere aus den einst riesigen Bison- und Antilopenherden der Prärien. Die Skidi-Pawnee-Indianer pflegten sich mit Tierhäuten zu tarnen. So konnten sie sich näher an die Bisons heranpirschen, die sie im Rudel jagten. In der Präriezeichensprache war das Handzeichen für Pawnee das gleiche wie für Wolf. Hin- und herwinken bedeutete Auskundschaften. 1853 waren die Wölfe noch recht häufig, denn sogenannte Sportjäger hatten sie noch nicht als interessant entdeckt. Doch besondere Wolfsfänger folgten den Bisonherden und schlachteten die als Schädlinge verschrieenen Wölfe bereits in Massen ab. Zeitgenössische Darstellungen zeigen den Wolf als gefährliche, teuflische Kreatur. So geächtet musste der Wolf um sein Überleben kämpfen. Vergiftete Bisonkadaver wurden ausgelegt und die Gewehre sprachen eine deutliche Sprache, die des Todes. Seine Überlebenschancen standen schlecht, denn auch Seen und Flüsse boten keine Rettung vor den Verfolgern. Die Wölfe wurden gnadenlos gehetzt und gejagt. Der Stärkere siegte über den Schwachen und Erschöpften. Die Jäger stellten stolz ihre toten Jagdtrophäen aus. Die Wölfe, die bisher überlebt hatten, wurden fast zur Legende. Die Siedler gaben ihnen fantasievolle Namen wie Geächteter des Wilden Westens und setzten Kopfgelder von Tausenden von Dollar aus. Wie Jesse James und seine Bande war der Wolf ständig auf der Flucht. Der Naturforscher Ernest Thompson Seton schrieb 1894 einen Bericht über seine Versuche, einen Nebraska-Wolf zusammen mit seiner Wölfin zu fangen. Doch die beiden Wölfe sammelten alle Köder und Fallen, die Seton sorgfältig ausgelegt hatte, und bepinkelten sie, vielleicht als Zeichen ihrer Verachtung. Unglücklicherweise verfing sich am Ende die Wölfin doch in einer Falle. Seton und sein Helfer warfen jeder ein Lasso um den Hals des Tieres und rissen es dann mit ihren Pferden, jeder in eine andere Richtung, förmlich auseinander. Das Wolfsmännchen, das dem Weibchen gefolgt war, wurde gefangen und in Ketten gelegt. Am nächsten Morgen war es tot, wohl an gebrochenem Herzen gestorben. Einer ordnungsgemäßen Auszahlung von 2 Kopfgeldern stand nichts im Wege. Der letzte Nebraska-Wolf wurde 1927 in Montana getötet. Nicht einmal Millionen von Dollars können ihn zurückholen. Tiere, die es einmal gab.